Frau Mikl-Leitner, Sie haben das Thema Arbeit gewählt. Jetzt ist ja Folgendes passiert, dass es einen deutlichen Rückgang gibt der Arbeitslosigkeit. Es gibt im Schnitt 2017 58.000 Arbeitslose in Niederösterreich, deutlich weniger als noch im Jahr davor. Das AMS spricht von einem historischen Rückgang und das Ganze ist natürlich auch bedingt durch die gute Konjunktur, durch das Wirtschaftswachstum. Warum halten Sie an einem solchen Thema fest, wo die Zeichen ohnehin auf Entspannung stehen? Ich konzentriere mich deswegen auf das Thema Arbeit, weil das das wichtigste Anliegen der niederösterreichischen Landsleute ist, nämlich Arbeit finden und Arbeit haben. Und deswegen ist es die Aufgabe der Politik, das auch zum wichtigsten Thema in der politischen Arbeit zu machen. Und Sie haben die Ausgangslage schon kurz beschrieben, dass wir gute Zahlen, Daten und Fakten haben. Eben eine durchschnittliche Beschäftigung von 600.000 Menschen, die beschäftigt sind, ein Senken der Arbeitslosigkeit, 6% im Dezember, ein Wirtschaftswachstum von 3,3% über dem österreichischen Durchschnitt. Das heißt, eine wirklich gute Ausgangslage. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass es Menschen gibt, die Sorge haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder einen zu bekommen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, hier auch zu handeln. Und deswegen haben wir auch mit den Sozialpartnern einen Beschäftigungspakt ausgearbeitet im Wert von 1,3 Milliarden Euro, wo wir uns mit diesem Beschäftigungspakt vor allem auf jene Gruppen konzentrieren, die es besonders schwer haben. Wichtig sind mir in diesem Zusammenhang vor allem auch die Jugendlichen. Warum die Jugendlichen? Weil wir wissen, dass wir 7.000 Jugendliche haben, die ihre Ausbildung unterbrochen haben, die abgebrochen haben. Und da ist es uns wichtig, dem Land und allen Sozialpartnern, dass wir die jungen Menschen auffangen, sie an der Hand nehmen und sie begleiten. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, eine Lehrlings- und Fachkräfteoffensive zu starten. Was enthält diese Fachkräfte- und Lehrlingsoffensive? Dass wir Coaches einsetzen, die die Jugendlichen, die ihre Bildung oder Ausbildung abgebrochen haben, an der Hand nehmen, sie darüber informieren, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es, welch ein Beruf passt zu ihnen. Denn wir wissen aus der Erfahrung her, dass gerade derartige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für die Jugendlichen nachhaltig greifen. Und wir brauchen Fachkräfte und deswegen wollen wir sie am Weg in Richtung Fachkräfte. Wichtig ist, gibt es nicht vor allem Probleme am anderen Ende der Berufslaufbahn? Das AMS weist darauf hin, es gibt vor allem Probleme mit Langzeitarbeitslosen und auch mit älteren Beschäftigten. Ja, was gibt es denn da? Und da hat es ja zuletzt auch Aufregung gegeben, weil die neue Bundesregierung hier eine Aktion, sagen wir mal, ruhend gestellt hat. Wir haben uns das genauer angeschaut und analysiert, dass gerade jene von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die zu wenig gebildet oder nicht ausgebildet sind. Und deswegen ist der Fokus auch auf Ausbildung und Weiterbildung. Das heißt, eben unseren Weiterbildungscheck, den wir hier nutzen wollen, für Junge und für Alte. Das heißt ganz neu, auch im Rahmen des Lehrlingspaketes, der Lehrlingsoffensive, dass wir hier diese Weiterbildung auch anbieten wollen, vor allem den Jugendlichen. Aber selbstverständlich wollen wir auch den Fokus lenken auf jene, die älter sind, nämlich auf die über 50-Jährigen. Und da haben Sie die Initiative 20.000 angesprochen. Uns in Niederösterreich ist es wichtig, dass wir es wieder schaffen, Ältere fit zu machen für den Arbeitsmarkt, damit sie auch wieder Fuß fassen können. Und deswegen auch bei uns in Niederösterreich die Offensive GEMA 50+, wo es darum geht, dass wir die Älteren begleiten, auch mit einem Coach begleiten und vor allem in Weiterbildungsmaßnahmen führen. Denn Bildung, Ausbildung ist das Wichtigste und ist die beste Garantie, am Arbeitsplatz wieder Fuß fassen zu können oder bestehen zu können. Das heißt, wir haben zwei Zielgruppen, auf die wir uns im Speziellen konzentrieren. Zum einen die Jugendlichen und zum anderen die Älteren. Wenn, wie Frau Mikl-Leitner sagt, es ohnehin in Niederösterreich auch Maßnahmen gibt für ältere Arbeitslose, warum dann bei der SPÖ so eine Aufregung, dass die bundesweite Aktion 20.000 jetzt einmal ruhend gestellt worden ist, wenn es in Niederösterreich ohnehin etwas gibt? Nun, da geht es ja jetzt um den wesentlichen Unterschied. Die Aktion GEMA 50+, die eine Unterstützungs- und Schulungsaktion ist, die schafft ja keine zusätzlichen Arbeitsplätze. Ich darf schon erinnern, Frau Mikl-Leitner, dass Sie am 20. Oktober ganz genau 2017 gesagt haben, die Aktion 20.000 ist ein Erfolg in Baden
Und ab 1. Jänner, wortwörtlich, wird das auf das ganze Bundesland ausgerollt. Und wir werden in Niederösterreich 4.000 zusätzliche Arbeitsplätze aus der Aktion 20.000 schaffen. Und wenn der Herr Landbauer immer von Milliardenkosten redet, dann darf ich sagen, 4.000 Arbeitsplätze für Niederösterreich kosten ganz genau 7,5 Millionen Euro in einem Jahr, nämlich 190 Euro pro zusätzlich geschaffenen Arbeitsplatz. Aber es geht auch schon um etwas ganz Grundsätzliches. Wir haben eine Politik der schwarz-blauen Bundesregierung, die massiv Druck auf den Arbeitsmarkt ausübt, die massiv auch die arbeitenden Menschen verunsichert, mit einem 12-Stunden-Arbeitstag, mit einer 60-Stunden-Arbeitswoche, mit einer Regionalisierung der Mangelberufsliste. Und da geht es schon darum, dass das auf der einen Seite womöglich einen Billigarbeitsmarkt schaffen sollte. Auf der anderen Seite lassen wir uns bitte von den Konjunkturdaten, die wir heute haben, nicht täuschen. Der Herr Professor Badelt hat erst vor wenigen Tagen gesagt, wenn sich die Konjunktur auf 1,9% abschwächt, dann wird auch die Arbeitslosigkeit wieder steigen. Und in Niederösterreich sinkt die Arbeitslosigkeit zwar heute, aber weniger als im österreichischen Durchschnitt. Und die Arbeitslosigkeit der über 50-jährigen Menschen, die steigt weiterhin, noch im Dezember zusätzliche Arbeitslose über 50. So, wenn wir das Problemfeld sehen, dann muss man natürlich auch in die Lösung kommen. Und das, was die niederösterreichische Politik bis jetzt gemacht hat, das ist in Wahrheit natürlich nur vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber auch zu wenig. Stichwort Wirtschaftspark Gmünd, war ich erst vor 2 Tagen. Stichwort Wirtschaftspark Macheck, da ist kein einziges Gebäude. Stichwort Wirtschaftspark Schrems, ebenfalls sind viele Landesmittel hingeflossen, ohne dass dort ein einziger Arbeitsplatz entstanden ist. Wir brauchen zusätzliche Arbeitsplätze. Sie haben schon einige Themen jetzt aufgeworfen. Danke. Der Landbauer war kurz angesprochen. Ganz kurz die Frau Landeshauptfrau, dann kommen wir zu den beiden Damen von NEOS und Grünen. Bitte, Herr Landbauer. Dann ist das einer der wenigen Punkte in diesem Bereich, wo ich ihm recht geben muss. Zu den Themen vorhin sieht man ganz gut, dass er trotz seines höheren Alters ein Schüler des Christian Kern ist, den auch er versucht, immer wieder mit Unwahrheiten und im besten Fall Halbwahrheiten hier Dinge zu verdrehen. Zum einen die Mangelberufsliste. Herr Schnabel, Sie wissen ganz genau, und da erwarte ich mir auch Ehrlichkeit in der Politik, dass diese Mangelberufsliste Ausfluss Ihres sozialdemokratischen Ministers Stöger war. Nicht die Regionalisierung, Ihres sozialdemokratischen Ministers Stöger war. Nichts anderes. Sie wissen aber auch ganz genau, dass die Rekordarbeitslosigkeit, von der wir uns jetzt langsam wieder etwas erholen, zurückzuführen ist auf sozialdemokratische Arbeits- und Sozialminister. Verschweigen Sie das den Menschen nicht. Und da jetzt nach der geschlagenen Nationalratswahl quasi alles wieder neu zu erfinden und durch Hinzwecklegung zu betreiben, ist unehrlich. Und das kann ich niemals unterstützen. Wenn wir jetzt konkret beim Thema Arbeit auch bleiben, dann müssen wir natürlich nachhaltig ansetzen. Es kann nicht sein, dass wir künstlich Jobs schaffen, die über wenige Monate Bestand haben. Wir müssen dort ansetzen, wo wir auch nachhaltig auf lange Frist den Erfolg sehen werden. Und da ist speziell der Jugendbereich ganz wichtig. Und da ist auch, was wir seit vielen, vielen Jahren fordern, das Thema Lehrberuf, Pflege und Betreuung. Wir wissen, dass wir in den nächsten 10 Jahren 115.000 Pflegebedürftige in Niederösterreich haben. Wenn wir es da endlich schaffen würden, den Lehrberuf Pflege und Betreuung zu etablieren, auch als Modellregion Niederösterreich, und da kann ich, Frau Landeshauptfrau, Ihnen jetzt gleich einen Pakt zusagen, wenn wir das nach der Wahl umsetzen können, sind wir dabei, weil es ein Zukunftsthema ist, weil die Lebensrealitäten der Menschen das verlangen. Und gleichzeitig haben wir eine sinnvolle Maßnahme für den Arbeitsmarkt gesetzt. Frau Landeshauptfrau, einen Satz dazu bitte, was da diskutiert worden ist, und dann die beiden Damen. Ja, ich meine, die beiden Herren fokussieren sich immer wieder auf das, was auf bundespolitischer Ebene passiert. Ich darf daran erinnern, dass sich die Menschen im Oktober dazu entschieden haben, wie es in der Republik weitergeht. Jetzt geht es darum, was wir in Niederösterreich bewegen können, welche Maßnahmen wir setzen. Und gerade heute sollten wir die Chance nutzen, die Niederösterreicher darüber zu informieren, denn die sind am 28.01. dran, dass sie ihre Entscheidung treffen. Und mir ist es wichtig, dass wir vor allem die über 50-Jährigen voll und ganz unterstützen. Und gerade diese Initiative GEMMA 50 Plus ist ja Pate gestanden für das Modell auf Bundesebene und ist vor allem auch besser ausgestaltet, weil wir dadurch die älteren Arbeitslosen begleiten können, persönlich begleiten können und vor allem in die richtigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen bringen. Und wir wissen, dass Weiterbildung, Bildung einfach der Schlüssel
zum Erfolg ist. Zum Thema Pflege vollkommen richtig. Ein wirklich großes Betätigungsfeld, wo wir sehr viele Angebote haben für die ältere Bevölkerung, wo wir jetzt vor allem ein Zusatzangebot machen, was den sozialen Alltagsbegleiter betrifft, damit die Menschen auch wirklich so lang als möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Das heißt, ein sozialer Alltagsbegleiter, der sie betreut und unterstützt, sei es beim Einkaufen, in ihrer Freizeitgestaltung. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Initiative, die Arbeit schafft und die vor allem das Leben den Älteren leichter macht. Frau Griesmann von den Grünen, wenn man Ihr Programm anschaut, dann was Arbeitsmarkt betrifft, ist da vor allem von Green Jobs die Rede. Was stellen Sie sich darunter vor? Was wollen Sie bei diesem Thema? Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie das grüne Programm so gut studiert haben. Auf den Punkt werde ich noch kommen. Zum anderen bin ich heute in der Gunstlage, dass ich dieses Hickhack Politik auf Bundesebene als Grüne nicht mitmischen muss. Und daher bin ich auch dankbar der Frau Landeshauptfrau, dass wir jetzt über Niederösterreich reden. Es ist in der Tat so, dass wir in Niederösterreich einen Wirtschaftsaufschwung haben, aber der schwingt eben bei sehr vielen Menschen vorbei. So auch in meinem Bezirk Baden, wo diese 20.000-Aktion ja ausgerollt worden wäre und sehr viele Jobs geschaffen worden wären, weil dort eine Arbeitslosigkeit von 10% war. Und da geht es um Menschen und die kenne ich auch, die kommen auch zu mir ins Rathaus und die haben große Hoffnung gehabt. Das, was Sie jetzt an Geld ausgeben, gemeinsam mit AMS und dergleichen mehr, bis zum Jahr 2020, ist in Ordnung. Das ist gut gemacht worden, aber das sind Reparaturmaßnahmen. Ich würde mir jetzt noch gerne über die Zukunft unterhalten. Es geht immerhin um die nächsten Jahre in Niederösterreich. Green Jobs ist genau das richtige Stichwort. Rudi Anschober in Oberösterreich hat schon vor Jahren 45.000 Jobs geschaffen. Und zwar wirklich innovative, gute Arbeitsplätze, die Zukunftschancen haben. Das haben wir in Niederösterreich nicht mit diesem Elan gemacht. Da müssen wir jetzt besser werden. Was wir auch nicht gemacht haben in Niederösterreich, ist Bildung ins Zentrum zu stellen. Wir brauchen 3 Ks, ganz wichtig. Kreativität in Schulen, in allen Schulen. Kritikfähigkeit, dass man nicht auf Fake News hereinfällt. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, ist Kompetenz und vor allem soziale Kompetenz. Das heißt, Bildung müssen wir besser werden in Niederösterreich. Und das ist vielleicht etwas, wo ich hoffe, dass wir uns dann doch finden. Danke sehr, Frau Griesmer. Frau Griesmer wird jetzt noch einen Satz anfügen, ja, weil die anderen auch noch einen Satz, der ist mir wirklich wichtig. Wir brauchen für gute Arbeitsplätze 2 Dinge in diesem Land. Wir brauchen gut ausgebaute Kabel-Datenstraßen, Breitbandinitiative, 1 Milliarde brauchen wir, nicht 10 Millionen. Und das Zweite ist, ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr, das hilft den Regionen, für die Zukunft fit zu sein. Frau Collini, was haben die NEOS beim Thema Arbeit? Wenn man sich Ihr Programm anschaut, da findet man nicht wirklich was dazu, was den Arbeitsmarkt in Niederösterreich betrifft. Aber was wir vor allen Dingen in Niederösterreich brauchen, und das betrifft alle Herrschaften, die hier stehen, das überrascht mich sehr, dass wir den Blick darauf vergessen, auf all jene, die in diesem Land Arbeit geben. Und in dem Fall spreche ich ganz konkret auch für diese über 100.000 Klein- und Mittelbetriebe und auch Ein-Personen-Unternehmen, die vielleicht gerade am Sprung sind, die erste Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einzustellen, denen es wirklich schwer gemacht wird, hier voranzukommen. Ich war letzte Woche Frau Mikl-Leiden in Klosterneuburg, habe dort eine Tour gemacht von Geschäft zu Geschäft. Im ersten Geschäft, wo ich drinnen war, ist die Chefin kleiner Sporthandel selber im Geschäft gestanden am Staubsaugen und ich frage sie, wie es ihr geht und sie sagt, sie sehe selbst und ständig. Und ich habe keine Möglichkeit, mir eine Mitarbeiterin einzustellen, weil die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Im zweiten Geschäft eine Immobilienmaklerin. Die sagt zu mir, mir macht die Bürokratie wahnsinnig. Kommen Sie mir ins Büro, Frau Collini, ich zeige Ihnen die Papierberge, die da liegen. Und im dritten Geschäft ein Goldschmied, steht die Seniorchefin selber im Geschäft und sagt, wenn ich nicht, obwohl ich in Pension bin, hier drinnen stehen würde, dann könnten wir das Geschäft gar nicht mehr betreiben. Und was wirklich fehlt, ist das Bewusstsein, dass nicht die Politik die Arbeitsplätze schaffen kann, sondern dass die Politik die Rahmenbedingungen schaffen muss. Und ich weiß, Frau Griesmer, Sie haben gesagt, Tick-Hack-Bundesebene, aber das Thema Lohnnebenkosten, das wir NEOS seit Jahren fordern, das ist aber alles Bundesebene. Ich weiß, aber die Frau Landeshauptfrau hat eine sehr gute Achse in dem Bund. Und er sucht jetzt aber auch um Verständnis. Und wo Niederösterreich eine Chance hat, das ist einfach ein Abbau der bürokratischen Hürden. 7 Milliarden Arbeitsstunden, das ist eine Zahl, die kommt aus der Wirtschaftskammer Niederösterreich. 7 Milliarden Arbeitsstunden, das ist die Zeit, die niederösterreichische Betriebe in Handwerk und Gewerbe brauchen, nur um mit bürokratischen Aufgaben, mit Formularen
sich die Zeit zu verplempern. Danke sehr. Und wir müssen zum nächsten Thema gehen. Wenn wir fünf Themen besprechen wollen, muss ich auch der Fairness halber ersuchen, dass wir jetzt zum nächsten Thema gehen. Das war das Thema Arbeit, das Thema Gesundheit. Bitte, Claudia.